In Spanien sorgt momentan ein riesiger Korruptionsskandal für einigen Wirbel. Involviert ist fast die komplette Führung der PP, der rechtskonservativen Regierungspartei. Über Jahre hinweg soll die Führungsriege der Partei Schmiergeldzahlungen erhalten haben. Und um über diesen Korruptionsskandal zu sprechen, sind wir jetzt mit Ralf Streck, freier Journalist aus dem Baskenland und RDL Spanien und Baskenland Korrespondent verbunden. Ja, Ralf, vielleicht erst einmal die Frage, von wem kam denn das ganze Schmiergeld? Naja, im Wesentlichen, soweit man das bisher überblicken kann, von Baufirmen. Wir hatten ja, kriegt man die letzten Jahre so ganz gut mit, dass in Spanien diese Immobilienblase geplatzt ist, die ja dieses Land jetzt auch in diese enormen Krise versenkt hat, die dafür gesorgt hat, dass weit über die Hälfte aller jungen Leute keinen Job haben, dass irgendwie fast 30% der insgesamt der Menschen keine Stelle mehr hat. Und in diesem Immobilienboom sind halt viele Schmiergelder geflossen. Es sind aber nicht nur Immobilienfirmen, zum Beispiel auch eine, die in den Unterlagen, die veröffentlicht wurden, auftaucht, ist zum Beispiel auch die Supermarktkette Mercadona und so. Also beschränkt sich nicht nur darauf, aber es sind sehr viele Baufirmen, weil natürlich in dem Rahmen sehr viel getrickst werden konnte. Also man kennt ja die üblichen Tricks in dem Verfahren, dass man halt irgendein Unternehmer oder ein Kumpel oder Freund oder Parteifreund kauft irgendein Gelände, dann wird das von der Stadt umgewidmet zum Bauland und man hat schon mal dadurch einen riesigen Gewinn. Ja, also solche Geschichten kennt man halt und das muss man halt natürlich, damit das richtig flutscht, muss das auch entsprechend geschmiert werden. Und das war eigentlich über viele Jahre klar, dass das läuft. Das hat auch damit zu tun, dass einfach die Parteienfinanzierung in Spanien völlig unzureichend ist. Von daher gingen alle davon aus, dass diese Sachen laufen. Jetzt ist es halt klar. Und was dazu halt noch klar geworden ist, dass diese Schmiergelder nicht einfach nur zur Parteienfinanzierung benutzt werden, sondern als Zusatzlohn sogar an die Parteiführer ausgezahlt werden. Angestoßen hatte die ganze Geschichte ja auch ein ehemaliger Stadtrat, der PP Peña. Jetzt hat der ehemalige Schatzmeister der Partei kürzlich damit gedroht, die Atombombe im Schwarzgeld-Skandal platzen lassen zu wollen. Gibt es da noch einiges, was der PP droht? Naja, es ist natürlich klar, der Luis Bárcenas, also das ist der Schatzmeister der Partei, der hat diese schwarzen Kassen betrieben. Es ist mittlerweile ziemlich unstrittig. Er behauptet natürlich das Gegenteil. Aber gut, als damals dieser Gürtelskandal aufflog, das war so ein Korruptionsskandal im Rahmen der PP, schien zunächst beschränkt zu sein auf bestimmte Bereiche, also Galicien, Valencia, Balearen. Und als der aufflog, wurde klar, dass einer der zentralen Unternehmer, die da gespendet haben, geschmiert haben, also das läuft dann so unter anonymen Parteispenden, war damals sogar in Spanien noch erlaubt, die da bezahlt haben. Der hieß Correa und das heißt übersetzt auf Deutsch Gürtel, deswegen lief die Ermittlung gegen diesen Unternehmer unter dem Gürtelskandal. Als es aufflog, wurde klar, dass der Luis Bárcenas, also der Ex-Schatzmeister der PP, von dem 1,3 Millionen erhalten hat. Dadurch kam der ins Visier, musste dann zurücktreten als Schatzmeister. Dann wurden die Ermittlungen gegen ihn begonnen und dann hat der Ermittlungsrichter hat eine Untersuchungskommission in die Schweiz geschickt und im Rahmen des Rechtshilfeersuchens haben die Schweizer bei der Dresdner Bank in Genf ein Konto mit 22 Millionen gefunden, die dem Bárcenas zuzuordnen sind über seinen Namen und über seine Passnummer. Das heißt, wer über das Geld verfügte, war kein Zweifel. Die Frage war nur noch so ein bisschen, was hat er denn alles damit gemacht? Und da hatte halt dann die El País seine Schattenbuchführung aufgeführt. Da wird halt aufgeführt, wer alles dieses Geld erhalten hat. Und das geht dann halt mit weit über 300.000 Euro. War der da aufgeführt ist, der am stärksten dabei war, der Ministerpräsident Mariano Rajoy. Der hat das bisher nicht bestätigt. Der kann natürlich zum einen bestätigen, dass das seine Schattenbuchführung ist. Und er hat garantiert, weil das ist die zentrale Forderung von ihm, noch andere
Sachen im Hintergrund, um diese Forderung durchzusetzen, dass er möglichst straffrei ausgeht beziehungsweise nicht in den Knast muss. Das heißt, die Forderung an seine Partei und an seine Regierung ist natürlich klar, wenn ihr mich schon nicht vor dem Prozess schützen könnt, der da läuft, dann erwarte ich doch von euch möglichst schnell eine Begnadigung. Es ist auch eine Sache, da läuft jetzt gerade so eine Strafrechtsreform, gegen die Richter und Staatsanwälte rebellieren, die genau fordert zum Beispiel eine Umbesetzung von dem Kontrollrat für die Justiz, damit bestimmte Sachen eben schwieriger werden, zum Beispiel gegen korrupte Leute vorzugehen. Und die Richter fordern, die werden nämlich, das muss man sich vorstellen, in Spanien, jetzt fangen schon die Richter an zu streiken und die Staatsanwälte am 23. Februar, weil die sagen, wir müssen eine völlig neue Begnadigungsregel finden, weil auch den Richtern und Staatsanwälten ist aufgefallen, dass in den letzten Jahren Politiker oder Unternehmer, die man mit viel Mühe verurteilt hat, entweder schon vor Haftantritt oder kurz danach begnadigt werden. Das gilt zum Beispiel auch für zum Beispiel vier Polizisten, die wegen Folter verurteilt wurden, wo die Richter sagen, das kann ja nicht sein, dass wir unter viel Aufwand die Leute verurteilen und dann kommt die Regierung und kann ohne jegliche Begründung die einfach begnadigen. Und das ist natürlich das, worauf der Bárcenas und natürlich andere in der PP, die in dem Rahmen angeklagt sind, raus wollen. Und der hat ganz sicher noch ausreichend Unterlagen, um Druck zu machen. Rajoy ist also am Modell Berlusconi interessiert. Wie wird denn jetzt der Skandal in der spanischen Bevölkerung aufgegriffen, Ralf? Naja, die Leute sind natürlich einigermaßen entsetzt auf der einen Seite, auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass die in Spanien eigentlich davon ausgeht, dass das normal ist. Diese Schmiergeldgeschichten, die tauchen ja immer wieder auf. Man ist vielleicht jetzt ein bisschen entsetzt darüber. Also wie das bis in die höchsten Kreise, also auch so klar, wo man dann sagen würde, eigentlich unglaublich, dass sich ein Regierungspräsident für 600 Euro Anzüge bezahlen lässt. Also wo man dann denkt, meine Güte, kann der sich denn seine Anzüge von seinem Lohn nicht selbst bezahlen? Also dass man sich auch so als Parteichef damals noch so tief begibt und sich sogar noch von so Schmiergeldunternehmern irgendwie die Anzüge bezahlen lässt und dann natürlich auch damit immer Daten liefert und Material liefert, mit dem die einen später in der Hand haben. Ne? Und das mit den Anzügen ist ja auch nicht neu. Da begann ja dieser sogenannte Gürtelskandal mit den Anzügen von einem sogenannten Francisco Camps, PP, Regierungschef in der Region Valencia, wo der Skandal seinen Ausgang nahm. Und da im Übrigen nahm der frühere illegale Parteispendenskandal der PP auch ihren Ausgang, weil dieses Verfahren, was da läuft, das läuft schon im Prinzip seit die Partei einst von dem Ex-Franco-Minister Fraga gegründet wurde. Das ist alles nicht neu und das kritisieren auch mittlerweile in der PP selbst viele, viele Leute, die sagen halt, das kann so nicht mehr weitergehen. Es ist unglaublich, dass da nicht eingeschritten wird. Es muss an der Parteienfinanzierung insgesamt was geändert werden. Und wir müssen auch durchgreifen gegenüber dieser ganzen korrupten Clique, weil ja auch klar ist, dass Korruption und eine wirtschaftliche Situation durchaus einen Zusammenhang, zwischen den beiden Sachen durchaus einen Zusammenhang gibt. Und da muss was passieren. Und deswegen ist auch so, dass im Moment einige oder viele Informationen auftauchen, auch wenn die PP-Führung zum Beispiel die abstreitet, es doch dann immer wieder einzelne PP-Mitglieder gibt, die sagen, diese Dokumente sind absolut richtig. Also es gab zum Beispiel gestern einen Ex-Parlamentarier, der hat gegenüber der Antikorruptionsstaatsanwaltschaft bestätigt, dass diese Kontoführung, diese parallele Kontoführung von Bárcenas ihm mal gezeigt wurde. Der hat ihm eindeutig zugewiesen und viele Leute aus der PP haben mittlerweile zugegeben, dass sie genau diese Summen zu dem Zeitpunkt erhalten haben, in dem sie da aufgeführt sind. Also vielleicht ist nicht, man kann bisher noch nicht sagen, dass alles nachgewiesen ist und alles authentisch ist, was auf den Listen ist, aber es weist immer mehr darauf hin, dass das die reale Kontoführung ist. Und die ist auch noch nicht vollständig, da fehlen noch Jahre, da kann also noch deutlich mehr kommen. Da kann noch deutlich mehr kommen. Ralf, blicken wir noch einmal auf die europäische Ebene. Wird Rajoy von Merkel und Co. gestützt werden, auch in Zukunft, weil er die Austeritätspolitik durchsetzt, weil er die Arbeiterinnenrechte auch weiterhin beschneiden wird? Also im Moment sieht es so aus.
Aber das kann sich natürlich schnell ändern. Ich meine, Merkel hat natürlich ein Interesse vor allen Dingen, dass die Euro-Krise, die ja, na gut, jetzt 2 Jahre lang sehr virulent war und Spanien im Mittelpunkt hatte und befürchtet wurde, dass Spanien ebenfalls abstürzt. Man hat jetzt mit der Zusage der Europäischen Zentralbank zur Not, also Staatsanleihen bis zum Abwinken zu kaufen, das heißt also die Druckerpresse anzuwerfen wie verrückt, hat man so einigermaßen geschafft, die Zinsen für Spanien so zu stabilisieren, dass die gerade noch irgendwie tragbar sind, indem er immer neue Einschnitte in das Sozialsystem macht. Natürlich sind die dauerhaft nicht tragbar, sondern zumindest erst einmal so vielleicht noch 1-2 Jahre. Die Zeit hat man halt damit gewonnen. Und natürlich wird versuchen, Merkel wird versuchen, den Rajoy so zu stützen, solange es irgend geht, damit über eine Regierungskrise nicht irgendwie so eine neue Euro-Krise aufbricht. Weil ja auch klar ist, man hat auch noch Italien, wo ja gerade so was Ähnliches läuft, wo auch eine Wirtschaftskrise mit einer institutionellen Krise zusammenfällt. Und das sind eben wieder genau die beiden Staaten, die so im Mittelpunkt der Euro-Krise stehen. Von daher ist wahrscheinlich Merkels Beweggrund eher der, zu sagen, wir müssen an der Front einigermaßen Ruhe behalten. Nur ist natürlich auch klar, dass wenn sich die Sachen bestätigen, dann ist einfach Rajoy nicht mehr haltbar und dann wird auch Merkel ihn fallen lassen. Soweit Ralf Streck, freier Journalist und RDL Spanien und Baskenland Korrespondent zum aktuellen oder schon lange Jahre andauernden Schmiergeldaffäre in Spanien rund um die gesamte Führungselite der PP. Vielen Dank, Ralf.